Ist jetzt ein bisschen gedroppt, die Wahrscheinlichkeit, aber das geht auf jeden Fall noch klar. Wir ziehen direkt die nächste neue Sache. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars! Oh mein Gott, Leute, ich bin hier immer noch in Berlin. Ich bin ab übermorgen wieder zu Hause, dann gibt es wieder Videos vorm PC. Aber ich hoffe, euch stört es nicht zu sehr, weil es kommen ja trotzdem geile Videos. Denn heute gibt es mal wieder was richtig Geiles. Wir haben für 100 Euro Gems auf dem Luck-Account drauf und da werden wir jetzt ein fettes, fettes Chest-Opening machen. Also, wir werden sehr viele Megaboxen öffnen und hoffentlich auch jetzt mal so eine 7 verbleibende Gegenstände-Truhe ziehen. Let's go, Leute! Uns fehlt jetzt Spike, Crow, Leon, Bibi und Mortis und natürlich noch die ganze Trophäenfahrt-Brawler und dann noch hier alles Mögliche. Und was ich mir jetzt erstmal gedacht habe, Leute, damit wir diese Kiste leichter bekommen können, weil wir haben schon fast bei jedem Brawler alle Powerpunkte am Start, die wir bekommen können. Deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen jetzt erstmal hier die Nita freischalten und dafür müssen wir erstmal 10 Pokale erreichen. Und das machen wir direkt mit dem scheiß Boxer. Ihr wisst Bescheid, ich habe auch gerade das T-Shirt an, 1.6. und ich habe auch gerade die Hose an. Man sieht sie hier, eine kurze Hose. Richtig, richtig geile Sache auch. Für den Sommer kann man sich auf jeden Fall geben. 1.6. www.scheißboxer.shop und 15.15 Uhr. So, let's go. Die erste Runde jetzt hier Juwelenjagd mit dem Boxer. Also Leute, wenn das mal keine Bots sind, schaut euch den mal an. Schaut euch den mal an, der wird nichts machen. Ich kann die ganze Zeit hinter dem herlaufen. Hallo. Der macht einfach nichts. So, wisst ihr, was ich meine? Zack, und er ist tot. Okay, let's go. Die Runde gewinnen wir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Nita freigeschaltet habe. So, let's go, Leute. Der Boxer ist am Start. Oh mein Gott, das war gerade so ein krasser Jump. Ich habe einfach alle drei getroffen mit meiner Ulti. Leute, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Daumen nach oben. Let's go. Ich will übrigens auf diese Folge 5000 Likes sehen. Wir machen so viele Kisten auf und wir hoffentlich schalten wir heute einen legendären Brawler frei. Das wäre einfach nur eine mega, mega geile Sache. Hofft mit mir. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier ganz kurz überleben und die Runde gewinnen. Und Leute, wir haben die 10 Pokale erreicht. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, okay, also anfangs habe ich mir so gedacht, okay, eigentlich 0 Pokale ist schon cooler, aber was bringt mir das? Ich will hier diese Kiste mit den 7 verbleibenden Gegenständen ziehen und wenn ich bei jedem schon alle Powerpunkte habe, dann kann das einfach nicht funktionieren und deswegen habe ich mir das Nita geholt, dass wir da auf jeden Fall wieder ordentlich Punkte bekommen können. So, wir schauen jetzt erstmal in den Shop. Es gibt ja gerade noch das Retropolis-Juwelenangebot und eine Gratis-Box im Shop, die kann ich mir auch erstmal holen. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, hole ich mir direkt einmal das Retropolis-Angebot für 5,49 €. Dann kriege ich auch direkt nochmal ein paar Gems. Und übrigens, falls ihr euch wundert, Marvin liegt hier gerade hinter mir, der war gerade am Video schneiden. Was geht? Beim Schlafen wird der Boxer-Merch getragen. So sieht's aus. Okay, Leute, du bist startklar. Wir bekommen erstmal 170 Gems und die Megabox. Let's go, 5 verbleibende Gegenstände. Okay, das ist erstmal ganz entspannt, ganz easy. So kann es auf jeden Fall losgehen. Das heißt, wir steigern auf jeden Fall die Chance auf einen neuen Brawler jedes Mal, von Mal zu Mal. Und die ist jetzt aktuell bei einem legendären bei 0,1248. Leute, ich würde sagen, wünscht mir Glück, das Chest-Opening startet jetzt. Wir ziehen einfach durch. Ich will einfach jetzt heute eine geile Folge hier raushauen und euch auf jeden Fall was Geiles bieten können. So, 5 verbleibende Gegenstände erstmal, das ist schon mal in Ordnung, passt. Let's go, die nächste Box, 6 verbleibende Gegenstände. Wir ziehen direkt was Neues, wir ziehen direkt was Neues. Oh mein Gott, Leute, let's go, drück, drück. Chill mal, drück. Und ich sage, es ist ein Star Power. Ich sage, das ist ein Roller. Gibt's das noch? Ja, ja, klar, ich kann auch richtig viele ziehen. Kann es der scheiß Boxer sein? Nee, den habe ich schon. Es kann legendärer sein. Auch nicht. Aber es kann die Kneipenschlägerin sein. Die Bibi? Ja. Die kann es tatsächlich okay, sein. Okay, let's go. Es ist die Kneipenschlägerin und. Oh mein Gott! Nein, Gott, Junge, was? Ich hab's dir gesagt, Digga. Digga, wie schnell habe ich die hier gezogen? Das ist ja anders krass. Oh mein Gott, okay. Das ist ja nicht gut predicted, das war, ne? Ja, das war schon nicht schlecht. So, ich habe Mortis jetzt als Angebot im Shop. LOL! Als ob ich da jetzt so reingelackt habe. Ohne Scheiß, das geht schon mal sehr gut los. Okay, 5 verbleibende Gegenstände, weiter geht's. Pam, Bibi, okay, jetzt bekommen wir natürlich für Bibi auch wieder Power-Ups. Und wir können trotzdem noch genug neue Brawler ziehen und natürlich auch noch die Star-Powers. Das heißt, das Ziel ist es jetzt, noch eine Kiste mit 7 verbleibenden Gegenständen zu bekommen. Ich glaube, ich hatte das noch nie mit 7. Ich hatte zwar schon mal 2 neue Gegenstände drin, aber da war es
waren es insgesamt nur 3 verbleibende Gegenstände oder so, weil ich da schon alles andere hatte. Und deswegen wollte ich das auf dem Account ein bisschen anders angehen. Da könnte ich jetzt theoretisch genug Star Powers ziehen, noch genug Powerpunkte und auch noch genug Brawler, also Mortis, Spike, Crow und Leon. Leute, wenn wir jetzt noch einen neuen Brawler ziehen in der Folge, das wäre einfach nur unnormal heftig und ich laber gar nicht zu lange rum. Wir machen weiter 5 verbleibende Gegenstände. Pam, 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 das geht krass. 17 Gems aus einer Megabox. Digga, das ist teilweise überrascht mich das so krass. Es fehlt einfach noch einmal die Megabox, wo 100 Gems drin sind. 4 verbleibende Gegenstände, okay. Sag nicht, nee, es kann gar nicht sein. Ich habe ja gerade Bibi gezogen. An sich, okay, jetzt wieder 5, easy. Das heißt, wir sind noch nicht überall, Max. Wir können auf jeden Fall noch genug Powerpunkte ziehen. Let's go, die nächste Megabox und 4 wieder. Shit, das darf nicht so weitergehen. Das darf auf keinen Fall so weitergehen. Die nächste Megabox, 5, okay. Okay, wir können auf jeden Fall, wie gesagt, noch bei genug Brawlern was ziehen und das ist auf jeden Fall das, worauf es ankommt. 0,12, okay, die ist jetzt ein bisschen gedroppt, die Wahrscheinlichkeit, aber das geht auf jeden Fall noch klar. Wir ziehen direkt die nächste neue Sache. Wir ziehen direkt was Neues. So, Bibi 12 Punkte, Genie 25, Nita 42, Piper 42 und die Star Power für den Boxer. Yes, Mann, die Boxer Power ist am Start. El Fuego, Gegner, die von El Primos. Boxer Super Skill getroffen werden, brennen noch 4 Sekunden danach und erleiden so 800 Schaden und 5 Juwelen. Leute, das war doch mal eine mega geile Megabox. Nice, Daumen nach oben dafür. So, 5 verbleibende Gegenstände. Let's go, das können wir easy, easy durchskippen. Gems bekommen wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen und Gold bekommen wir. 4 verbleibende Gegenstände, das ist auf keinen Fall gut. Das ist überhaupt nicht gut. 5. Okay, okay. Leute, wir brauchen jetzt die Kiste mit 7. Wir brauchen sie wirklich, Leute. Ohne Scheiß, ich habe schon wieder so viel Geld in diesen Account auch reingepumpt. Das ist einfach nur krass. Das ist einfach nur krass. Wir haben hier auch schon sehr, sehr viele Brawlers. Fehlen halt die ganzen Legendären noch. Am besten ziehen wir gleich eine Kiste, wo alle 3 auf einmal drin sind. Wenn das passiert, Leute, dann will ich 1 Million Likes auf diese Folge sehen. So, 5 verbleibende Gegenstände. Let's go. Weiter geht's. Frank, 56 Mal und 5 Gems. Okay, okay, okay. Ich frage mich gerade, Digga, wie krass ist denn der Mortis reduziert? Von 350 auf 349, Alter. So ein Angebot ist echt unschlagbar, das gibt's auch fast nie, ne? Was soll das denn bringen? Jetzt mal ganz im Ernst, 349 Gems? Ich weiß nicht. So, der Boxer ist hier auf jeden Fall am Start. Ich muss jetzt mal gucken, bei der Nita kann ich auch noch genug ziehen. Bei Rico. Bei Rico kann ich nichts mehr ziehen. Hier kann ich noch was ziehen. Scheiße, deswegen wird's jetzt schon knapp. Also, ich kann noch bei der Penny was ziehen. Ich kann noch bei Piper hoffentlich was ziehen. Hier kann ich auch nichts mehr ziehen. Das wird richtig, richtig knapp, Leute. Aber einen neuen Brawler können wir auf jeden Fall trotzdem ziehen. Let's go. Zack. Das haben wir auch schon mal. Die Gratis-Box. Let's go. Die Gratis-Brawl-Box. Wir machen weiter. 10 Truhen sind noch drin. Let's go. 5 verbleibende Gegenstände. Okay. Erstmal wieder nichts Neues. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen Brawler wieder gemaxed. Das heißt, ab jetzt werden wir vielleicht nur noch 4 drin sein. Nee, doch nicht. Habe ich nicht schon geguckt, aber jetzt sollte das so sein. Wenn wir jetzt den Frank ganz oben haben, ja, und jetzt werden nur noch 4 verbleibende Gegenstände kommen. Schade, schade, Marmelade. Aber wie gesagt, wir können trotzdem 2 neue Sachen ziehen. Warte mal, ist das jetzt was Neues? Ist das was Neues? Ja! Oh mein Gott, die Star Power für Kali Columbus, Leute. Oh mein Gott, das kam gerade unerwartet. Leute, es fehlt jetzt nur noch ein neuer legendärer Brawler. Es fehlt jetzt nur noch Leon, Spike oder Crow. Das würde auf jeden Fall alles killen. So, wir ziehen jetzt immer 4. Und wenn wir 5 ziehen, dann heißt es, wir kriegen 2 neue Sachen. Ne, dann heißt es, wir kriegen 1 neue Sache und bei 6 kriegen wir 2 neue Sachen. Also Leute, schaut auf jeden Fall jetzt aufmerksam zu. Wir haben noch Markenverdoppler im Shop. Wir haben nur noch 350 Gems. Wir könnten uns jetzt Mortis holen, einfach so. Aber Leute, das wäre noch viel, viel zu langweilig. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen schon was Cooles ziehen. Deswegen, let's go, ab in den Shop und die nächste Megabox wird geöffnet. 4. Okay, Piper, Nita, Bibi, Jean. Ja, kann man mal machen. Star Powers können wir auch noch auf jeden Fall eine Menge ziehen und ich würde sagen, wir öffnen erstmal die nächste Megabox. Oh mein Gott, Leute, es war schon wieder so viel Geld, was in dieser Folge draufgegangen ist. Piper, Bibi, Nita, Markenverdoppler und Gems. Okay, Leute. Digga, ich glaube, dieses Angebot, das macht überhaupt keinen Sinn. 199 Gems sind am Start, Leute. Das heißt, 2 Boxen können wir noch öffnen und ich will jetzt auf jeden Fall Leon ziehen. Ich will unbedingt Leon ziehen. Ich probiere ihn jetzt auch einfach mal aus. Finde ich schon cool, dass man das ausprobieren kann, wenn man den noch nicht hat. Und Leute, der muss jetzt auf jeden Fall hier drin sein. Der muss auf jeden Fall jetzt gleich in der Kiste drin sein. Wir machen jetzt einmal den hier. Wir rennen weg ohne Star Power. Alter, wie langsam der eigentlich ist ohne Star Power. Das ist schon crazy so. Let's go. Dann laufen wir nochmal ein bisschen durch. Bringt halt überhaupt nichts. Aber egal, wir gehen raus, Leute. Das hat uns jetzt das Glück gebracht. Wir werden jetzt Leon ziehen. Wir werden jetzt Leon aus dieser Megabox ziehen. Oder auch nicht.
wir werden ihn jetzt aus dieser Megabox ziehen und das ist somit auch die letzte Megabox und das war's komplett. Das war's ja mal komplett. Es geht sich, glaube ich, keiner mehr aus. Nee, aber wir können noch eine große Box öffnen. Zwei verbleibende Gegenstände, Leute. Das war's. Wir sind so krass gerüstet für die nächste Folge. Ohne Scheiß. Also wir haben jetzt die Kneipenschlägerin Bibi bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Und wir haben jetzt jeden Brawler bis auf ja, Mortis, Spike, Crow und Leon. Und natürlich noch die Trophäenfahrt-Brawler. Aber Leute, also Meilenstein-Brawler. Das ist schon eine geile Sache. Wir haben schon gut reingelackt heute. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst alle mal einen Daumen nach oben da. Lasst doch mal ein kostenloses Abo da. Schaut auf jeden Fall am 1.6. vorbei beim Scheiß-Boxer-Shop. Und abonniert doch mal Marvin Vlog, meinen Bruder. Also nicht wirklich mein Bruder, aber ihr wisst Bescheid, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein. Und ciao.